Willkommen zurück zu einer neuen Folge Kunarium. Ich bin ehrlich, ich habe mich jetzt im Internet mal schlau gemacht und ja, man muss halt nur die richtige Reihenfolge machen und dann ist man auch schon durch. Ich wollte hier jetzt nicht stundenlang irgendwas versuchen. Hallo? Oh, das hört sich nicht gut an. Der geht doch gleich kaputt. Okay. So, kann ich mir den schlauen Zettel wieder zur Seite legen. Wie geht's weiter? Okay, hier Handschuhe. Okay, Lampe bringt nichts. Ne, die bringt wirklich nichts. Oh, es geht nach oben. Okay. Sehr interessant. Oh, hier ist was zum kaputt machen. Na komm, mach kaputt hier. Ich habe ein Geheimnis entdeckt. Hier sitzt schon wieder so eine Gestalt, ne? Und wieder eine Maske. Eine wunderschön verzierte Maske aus Metall mit einem reptilienartigen Gesicht. Sie gibt keine Aufschlüsse darüber, welche Funktion sie damals erfüllte. Ja, gut. So, aber da. Warum kann man hier ins Wasser gehen? Das hat irgendeine Bedeutung? Nee, man kommt nicht rein. Okay. Hier geht's weiter. Hier liegt einer. Okay, hier liegt auch einer.
Da hinten ist wieder alles zu. Da hinten scheint es nicht weiter zu gehen. This obelisk is dead. Ja, genau hier. It's not working. Lol, warum ist der rot? Das heißt ja auch, dass ich hier nicht weiterkomme. Stopp, nicht da. Hä? Egal. Überall diese Gestalten hier in den Wänden. Leute, gibt sogar drei Wege. Okay. Ich entschuldige mich dafür. Ernsthaft, alle drei Wege führen wieder zusammen. Hier wollt mich doch verarschen. Was ist mit dem Spiel los? Okay, Handschuh hat gerade ausgeschlagen. Ja, da müssen wir hier hoch. Ah, okay. Yes. It is depicted here, our gateway out of this world. These reliefs clearly portray ancient Cornarium, the thing I have been searching for my whole life. As much as I can understand, that one depicts a seemingly dead city as an ever-living organism with lots of mummified bodies connected to the device. Incredible. And the other one depicts an ancient Cornarium which is connected to another one, most probably outside of this planet or maybe out of this dimension. Oh, my. This is just marvelous. Was, das sind die Cornariums? Okay. Alter, macht nicht so viel Geräusche. Okay, die Dinger gehen wieder an. Das heißt auch, dass mein Schnalleridatschlicht jetzt wieder angeht. Habe ich jetzt erst das Schnalleridatschlicht gesagt? Alles klar. Okay. Wo? I can't bear the pain anymore. Ey, warte mal. Ich muss das Licht noch laden. Ah! Es werde blaues Licht. So.
So, wir laufen mal den hintersten Weg hier lang. Vielleicht gibt es irgendwo eine versteckte Höhle. Das sieht mir aber nicht danach aus. Was? Geh weg! Kusch dich! Der singt! Und jetzt brüllt er! Was soll das? Geh weg! Hilfe? Was sind das für Viecher? Die Skulptur mit mehr oder weniger humanoider Gestalt weckten in uns zuerst Erinnerungen an die Terrakotta-Armee. Okay. So ein Arschlochvieh, ey. Greift mich das einfach. Hä? Schon wieder? Geh weg! Ah! Hilfe! Ich will nicht rennen! Stecken. Die sehen mich nicht. Ah! Was soll das? Hä? Wie soll ich da... Hä? Wenn das jetzt jedes Mal passiert, wie soll ich denn da vorbeikommen? Geht ja mal gar nicht. Och, oder ich muss im Kreis rennen. Warte mal. Das heißt dann hier lang? Hier? Okay. Naja, doch, dann hier. Aber ich will nicht rennen und jetzt ist der Stein hier bestimmt wieder aus. Ja, toll. Arschloch. Puh. Ob wir das schaffen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.